Eine Sache noch, Menes. Egal wie der Tag heute ausgehen sollte. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, was wir getan haben. Und wir wissen, zu was wir in der Lage sind. Ja, egal was ist, unser Weg wird immer weitergehen. Und wir werden immer eine Familie bleiben, meine Brüder. Merkt euch das. Das ist der Weg, General. Das ist der Weg. 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 I'll be back. Hey, ich komme gleich nochmal live, Jungs. Ich kann es alles von neu starten. Wer weiß, wie lange ich im Support warten muss. Hey, wir gehen gleich nochmal live. Thank God I pray to the Most High. Cause I'm waiting all this time. Got the blessings that I needed. Aber sie können niemals. I was defeated. Niemals. Now they gonna read about Richie it. Beiß still got a 40, can't leave without it. But I work hard for this. Gotta thank my mama and my God for this. They ain't never doubted. They knew I was proud. My show's getting rowdy. Oh, yeah. I had to cop a new Cartier just to boost the self-esteem. Yeah. Now the wrist looking clean. Yeah. I look good with all the green. Blue money like I whip with the seeds. I pray that all my dogs will find a way. Cause they hit them with the pump. Now they on the run. I can put them in the hideaway. Cause I got money on my mind. Got a 9 by my side. Got a shawty in my ride. She the head down while I drive. Had to cop myself some shit. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Hallo. Hallo, General, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Chico. General, ich habe deine Zweitnummer gefunden, bevor du auf Flucht gegangen bist, hier und sie uns hinterlassen hast. Warte kurz. So jetzt. Sonst werden die Autos gelöscht. Ich habe deine Zweitnummer gefunden, die du uns da gelassen hast, bevor du gegangen bist. Jawohl. Ich und zwei Jungs sind gerade am Flughafen, wir werden dich in Kürze besuchen. Alles klar. Dir von allem erzählen. Alles klar, der Neffe weiß Bescheid, wo ich mich aufhalte. Genau, wir sind auf dem Weg. Bis gleich. Ciao, ciao. Weg, Neffe, zeig uns den Weg. Warte kurz, Neffe, zeig uns den Weg. Wir müssen da. Da vorne ist er da.
Es ist das hier, das versteckt Ned. So hier hält sich General auf. Ja, zeig uns mal den Weg wohin. Wie geht's dir, General? Mir geht's wunderbar, Menes. Wie geht's euch? Auch. Alles bestens, General. Soweit. Sehr gut. Habt ihr alle Aufträge gemacht, die ich euch gegeben hab? Alle erledigt, bis aufs kleinste Detail. Dann einmal ein kurzes Update, bitte. Wie laufen die Geschäfte? Was passiert gerade in meiner Abwesenheit? Alles läuft wie geplant, General. Wir machen jeden Tag die 1000 Joints fertig und liefern sie ab. Heute, also seit du weg bist, seit du auf Flucht gegangen bist, hatten wir keine Möglichkeit mehr an Waffen zu kommen. Mhm. Dann haben die Mexis uns ausgeholfen, hatten gesagt, dass du und Alberto einen Pakt hattest und in schlechten Zeiten wir uns gegenseitig helfen. Dann haben die uns einen Wagen mit 300 Kilo zur Verfügung gestellt, Westen, Waffen, Munition, alles was wir brauchten. Und damit haben wir ein bisschen uns ausgerüstet und heute gab es eine Riesenballerei. Willst du weiter erzählen, Alper? Ja, heute gab es eine etwas größere Schießerei unten am Hafen. Unter anderem die Ballers waren dabei. Irgendwelche Blauen, ich glaube Crips. Das heute passiert? Heute. Ja. Okay. Geschäftliche Probleme oder andere Probleme? Es sind irgendwelche Waffenhändler gekommen, haben gesagt, ey, ihr streitet euch, der Gewinner kriegt ein riesen Geschenk von uns, eine riesen Lieferung. Mhm. Welche dann Waffenhändler war das? Kennt man den? Die waren irgendwie orange gekleidet, General. Okay. Und Jürgen hat dann gesagt, ihr bewaffnet euch, wir gehen das Ding machen. Sehr gut. Wir sind nur mit Pistolen reingegangen. Die anderen hatten natürlich längeres Zeug dabei. Aber mit den Pistolen sind wir bis zum Ende geblieben. Wir wurden am Ende dann geschlagen, weil die Leute einfach viel stärkere Bewaffnung hatten. Okay, habt ihr wie Männer gekämpft wenigstens? Wie natürlich. Männer bis zum letzten Mann. Wie Männer. Das ist der Weg. Das ist der Weg, General. Das ist der Weg. Braucht eine knappe Sache, General. Egal, solange man wie Männer kämpft, ist alles andere uninteressant. Wie laufen die Geschäfte? Wir liefern jeden Tag ab an die Mexis. Mhm. Wie waren die letzten Tage die Lieferung? Genau 1000 Joint, wie du es mit uns vereinbart hast. Okay, also die Geschäfte laufen weiterhin. Nach wie vor. Wir laufen. Sehr gut. Jürgen ist da, wie besprochen, er hat das Kommando übernommen, der hat alles im Griff, ja. Jürgen genau, leitet das sehr stark. Gerd noch als rechte Hand genommen und... Sehr gut. Männer, ist ganz wichtig, in meiner Abwesenheit, ihr müsst das Ding da weiter auf Kurs halten. Versteht ihr, was ich sage? Werden wir machen, General. Ihr findet mich hier, ihr habt meine Nummer, ich bin hier untergetaucht. Ich werde den Bunker nur, wenn es nötig ist, verlassen. Ansonsten werde ich hier erstmal auf Flucht bleiben. Ja. Ihr werdet von mir Benachrichtigungen bekommen, wenn ich euch hierher bestelle. Ja. Ich will täglich Updates haben von euch, wie die Geschäfte laufen. Es kann auch sein, dass ich euch zweimal am Tag herbestelle oder nur einen von euch. Wichtig ist, mein Bruder Jürgen soll das ganze Ding jetzt in die Hand nehmen. Der soll das führen, er weiß, wie das geht. Ja? Und das Allerwichtigste ist, die Geschäfte müssen weiterlaufen, ob ich da bin oder nicht. Ja? Gebt das an die Familie weiter. Sagt den Brüdern und Schwestern, die sollen stramm bleiben. Die sollen auf dem Kurs bleiben. Weil der Tag wird kommen, an dem ich zurückkommen werde. Und an diesem Tag werden wir dort ein Feuerwerk veranstalten, meine Brüder. Aber solange ich noch nicht zurück bin, wie gesagt, hat Jürgen das Zepter in der Hand und er wird euch auf den richtigen Weg führen. Wichtig, aber wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass ihr mir immer Updates gebt über das Geschäft und wie es da drüben läuft. Ihr bekommt von mir keine Aufgaben von mir. Der Jürgen hat jetzt das Zepter und der Jürgen entscheidet, was gemacht wird und wie es gemacht wird. Trotzdem brauche ich immer wieder Updates von euch. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was bringen wir dir gerne rein? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben gleich noch einen Gast hier.
Der ist in ca. 15 Minuten am Flughafen. Chico und Alper, ihr beide? Ja. Chico, sorry. Wer kann Heli gut fliegen? Chico, ne? Ja, ich und Chapo, ja. Okay. Chapo, du, egal, geh mit Alper, ja? Chico und Alper? Ja. Ihr fliegt gleich am Flughafen in 5 Minuten und holt unseren Gast ab. Und in Zukunft, hört genau, was ich sage, auch in Zukunft werde ich weiterhin Leute, die mit uns im Geschäft sind, die mit uns Business machen, hier zu mir den Bunker bestellen. Okay? Ich will, dass ihr den Leuten die Nachrichten zukommen lasst. Die wissen dann Bescheid. Und dann werde ich Tag für Tag neue Leute hier zum Geschäft ranholen und mich hier mit den Leuten besprechen. Weil Fakt ist, die Geschäfte laufen ganz normal weiter. Verstanden, General. Alle verstanden? Verstanden. Alles klar. Dann bitte ich einmal Chico und Alper den Heli zu nehmen und Richtung Flughafen. Holt unseren Gast ab. Neffe, hast du den Sack dabei? Ja. Neffe, gib den. Oder wisst ihr, wie ihr Sack über den Kopf macht von den Herren? Ja, gib mir mal einen Sack, ne? Ja. Und generell, es gibt noch eine Sache. Hier, keine Namen nennen. Der Mann, der jetzt am Flughafen ankommt. Hm. Ohne Reden, ohne nichts. Sack über den Kopf, okay. Ja. Sagt ihm, das ist nur zur Sicherheit, dass mein Aufenthaltsort ihr nicht rauskommt. Und dann fliegt ihr den Herrn hier rein. Und der Sack wird erst weggemacht, wenn er hier vor mir steht. Machen wir genau. Alles klar. Ja, hab ich bekommen. Okay. General, es gibt noch eine Sache. Erzähl. Ich will auch Update über die letzten 2-3 Tage haben. Der Jürgen hat gerade eben den Benzin voll gemacht und gibt den Maxis die Sachen zurück, die uns gegeben haben. Sehr gut. Wir sind niemand was schuldig. Das soll der Jürgen auch machen. Alles, was die Herrschaften uns zur Verfügung gestellt haben, gebt ihr den Herrschaften auch wieder so zurück. Richtig, das waren Jürgens Worte. Richtig. Und so wird das auch immer bleiben. Ich nehme mir mal kurz hier eine Maske. Komm mal. Was war gestern und vorgestern, Menes? Nur die Belieferung der Maxis, also nur die Übergaben der Joints. Mhm. Genau. Mhm. Ist nochmal von Gazda und seinen Leuten was gekommen? Nein. Die haben sich zurückgezogen, also man sieht die letzten Tage auf einmal nicht mehr. Also sehr wenige von denen. Gazda kam vor 3 Tagen einmal kurz, hat nach dir gefragt. Mhm. Wir meinten, dass du erstmal ein bisschen untergetaucht bist. Das war es dann eigentlich schon, hat er sich auch schon wieder verzogen. Okay, wichtig, Männers. Von diesem Treffen hier erfährt niemand. Wenn ihr hier meinen Bunker verlasst, alles, was hier gesprochen wird, bleibt hier. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Verstanden, General. Ja, keiner braucht wissen, wo ich bin oder dass ich auf Flucht bin. Ja, weil normalerweise sollte ich im Gefängnis sitzen. Aber wie ihr mich kennt, ich gehe niemals ins Gefängnis, ich bleibe lieber auf Flucht. Okay? Deswegen darf niemand erfahren, dass ihr mich trefft. Es darf niemand erfahren, dass wir miteinander reden. Und es darf niemand erfahren, dass ich immer noch meine Finger mit im Spiel habe und vor allem in den Geschäften. Alles klar? Verstanden, General. Alles läuft über Jürgen. Alle Befehle von Jürgen werden befolgt und werden genauso, ja, getan, wie er das will. Weil ich sage euch eine Sache. Der Jürgen hat da das Kommando. Das heißt, wenn einer aus der Reihe tanzt und ein Messer in den Hals reinkriegt, dann ist das sein Problem. Ich kann keinen mehr schützen. Ja? Ihr seid da jetzt auf euch alleine gestellt und ich erwarte von euch allen 200%. Habt ihr das verstanden? Verstanden, General. Dann einmal bitte Chico und Alper zum Flughafen. Und einmal unseren Gast bitte abholen. Machen wir. Ich nehme mir kurz eine Maske, genau. Jawohl. Chapo. Ja. Irgendwelche Infos, die ich noch brauche? Nee, die Jungs haben alles gesagt. Außer, dass leider Gottes der ein oder andere ein bisschen die Lust verloren hat. Aber den versuchen wir wieder. Schau mal, wer die Lust verloren hat. Hast verstanden, ja, Chapo? Ja. Ja? Mhm. Wer keine Lust hat. Wer hier von irgendwas die Lust verliert, der ist kein Cousin und er verdient es nicht, bei uns zu sein. Kannst du den Leuten allen mitteilen? Genau so sieht's aus. Alles klar? Ja. Jetzt, in schweren Zeiten, genau jetzt ist der Punkt da, wo die Herrschaften 200% geben müssen. Recht. Ja, Richtig. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo man sieht, aus was für einem Holz die Leute geschnitzt sind. Okay? Und da erwarte ich von euch, dass ihr den Herrschaften, die meinen, hier nicht durchzuziehen, ja,
beiseite mit diesen Leuten. Räumt die zur Seite, macht die Leute alle weg. Verstanden? Okay, verstanden. Alles klar. Wie gesagt, solange ich auf Flucht bin, mein Neffe begleitet mich. Ja? Der Nähert ist an meiner Seite, deswegen müsst ihr euch drüben keine Sorgen machen. Wir haben ja alles im Griff. Und wie gesagt, es wird immer wieder mal Flaschenpost bei euch ankommen. Und ich werde euch hier zu Terminen bestellen. Ja, seid immer bereit. Ich wollte gerade sagen, General, wir haben immer Zeit, egal wann und wo. Ja, sehr wichtig. Weil wenn ich euch rufe, ist das wichtig. Ansonsten, da drüben geht ihr ganz normal weiter den Geschäften nach, Menes. Ja, puta madre. Was ist das für eine Stadt? Buenas tardes. Wir haben dich erwartet. Habt ihr das? Aus Sicherheitsgründen ziehe ich den Sack über den Kopf. Alles klar, aber dir wird nichts passieren. Puta madre. Wieder gleiche Size, ha? Huh? Okay, kannst du mich begleiten, Lofa? Ich sehe gar nichts, Mann, puta madre. Alles gut, ich begleite dich. Ich sehe nichts mehr. Ist aus Sicherheitsgründen, ich werde dir den Sack noch abziehen, keine Sorge. Ey, wohin bringt ihr mich? Wer seid ihr denn? Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber du wirst erwartet. Von deinem mächtigen Mann. Ich bin so lange nicht mehr in Los Santos gewesen. Ein mächtiger Mann will mich sehen. Ist das mein Patron? Lass dich überraschen. Ich kann gleich alles rausstellen. Ey, wo ist der? Ich werde dir jetzt den Sack runternehmen. Jetzt kriegst du fast keine Luft mehr. Dann folg mir mal. Oh, ist das hell, puta madre, okay. Komm rein. Ach du Scheiße, Mann. Meine Augen, Mann. Verfickte Seise. Na, mein alter Freund. Rizzi? Hörst du mich, mein Lieber? Rizzi, bist du's? Natürlich bin ich's. Ey, wo steckst du, Rizzi? Habt ihr dem Herrn schon, wieder freigemacht? Ja, ja. Kannst du mich sehen, mein Bruder? Seh, natürlich, ich kann dich sehen. Sehr gut, sehr gut. Es ist so hell hier drin, da madre. Schön, dass du gekommen bist, Kuwait. Ich danke dir dafür. Nichts dafür, Banu. Wie laufen die Geschäfte, Kuwait? Hermano, es ist die gleiche verfickte Seise wie immer, ha? Hat sich nichts geändert. Mehr, Banu. Die Stadt ist verrückt geworden, ich sag dir's. Die Stadt ist verrückt geworden. Wann war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben? Wann war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben? Ich glaube... In dem Büro. Als wir verhandelt haben, ne? Als wir verhandelt haben. Ganz genau, Hermano. Als wir verhandelt haben. Das war das letzte Mal, Hermano. Hast du irgendwelche Neuigkeiten darüber, mein Lieber? Habt ihr euch umentschieden? Über die Verhandlungstechniken? Ja, richtig. Hermano, das Kartell hat mir die verfickte AK in die Fresse gesoben, hat gesagt, wovon redest du, so eine Scheiße, Mann? So, das also wird das nicht. Geschäft unterdrückt, obwohl du dafür nichts kannst, sozusagen. Hermano, ganz genau so.
Verstehe, verstehe. Ja gut, es ging, glaube ich, eher damals mehr darum, mein Bruder Kuwait, ich wollte sehen, zu was ihr bereit seid. Ja, ich wollte sehen, ob ihr bereit seid, diesen Schritt zu gehen. Ob es am Ende dazu gekommen wäre, ob wir diese Dreckslade gekauft hätten oder nicht. Ich wollte einfach sehen, ob ihr bereit dazu wärt, all in zu gehen mit uns. Und was war das Letzte, was ich zu dir gesagt habe, mein Bruder, als ich den Raum verlassen habe? Er hat gesagt, du hast gesagt gehabt, ich will die 1 Million haben. Richtig. Schau mal, und da kommen wir zu dem Problem, Kuwait. Ich bin raus aus den Geschäften. Ja, bei uns Cousins gibt es eine Regel. Wenn man auf der Flucht ist, ja, muss man sich aus den laufenden Geschäften zurückziehen, im Hintergrund agieren. Und das heißt, ich habe die Führung aktuell an meinen Bruder Jürgen weitergegeben. Ich verstehe. Das heißt natürlich auch für dich, Kuwait, da bitte ich dich drum, deswegen habe ich dich hierher bestellt. Du weißt, wir sind Freunde. Wir haben immer gesagt, Geschäft und Freundschaft trennen wir. Das ganz wird weiterhin genau, natürlich Mann. Auch immer so bleiben. Deswegen war das sehr wichtig, dass ich dich hier zu einem Gespräch herbringe. Weil jetzt Jürgen das Sagen hat. Ja. Okay. Ich hatte leider noch keinen Kontakt mit Jürgen. Deswegen würde ich dich bitten, ja, alles Weitere, was die Geschäfte angeht, was unsere Kontakte angeht, was auch die Streitigkeit mit dieser 1 Million angeht, auf jeden Fall mit meinem Bruder Jürgen zu klären. Ja, weil ich habe, wie gesagt, jegliche Befehlsgewalt abgegeben, Bruder. Komm, Rizzi. Bei dem Gespräch wusste ich, um was es sich handelt. Luis, der Hermano, der neben mir war. Wir haben ihn überstimmt mit Santa. Weißt du warum? Santa und ich haben darüber nachgedacht gehabt, was das Kartell. Weißt du, das Kartell ist stärker wie denn je. Natürlich. Luis meinte, Hermano, in dem Ritze geht es nicht darum. Und ich sag dir ehrlich, der ist, was das Geschäft angeht, viel kälter wie ist. Er wollte mich und Santa da rausschicken, damit er sagt, die Freundschaft soll mal aus dem Raum gehen und mit dir alleine darüber reden. Er hätte dir zugesagt, aber am nächsten Tag wären wir weg vom Fenster gewesen. Wegen dem Kartell, weißt du? Richtig? Ganz genau. Er hätte dir zugesagt. Die haben es vorsichtshalber abgelehnt, um dir im Nachhinein zu erklären, dass das nicht geht. Das ist der ganze Grund. Manchmal ist das Geschäft so, dass die Wahrheit erst in den 2. oder 3. Schritt erst herauskommt. Verstehe. Das heißt, der Luis war positiv von dieser Idee angetan. Er hat gesagt gehabt, ihr seid unser Hermanos, als würde er irgendeinen Grund für, was weiß ich, das waren 100.000 oder sowas plus, als würde er wegen, also allein Rechner ist, allein geschäftlich, wäre das dumm gewesen, es abzulehnen. Natürlich, natürlich. Und das wusste ich natürlich auch. Aber das Kartell macht mir Feuer unterm Hintern, Hermano. Ja, ich verstehe. Wenn das Kartell euch die Lieferung dann auch absagt, dann steht ihr mit gar nichts da. Ich kann das schon verstehen. Ja. Wie gesagt, ich habe diese 1 Million Strafe dann am Ende des Gesprächs ausgerufen, weil ich enttäuscht war. Kannst du dir ja vorstellen, ich wollte mit euch Geschäfte machen. Sie. Und ich sag dir, wir wären auch mit euch all in gegen Kartell und gegen egal wen gegangen. Das weißt du. Das weiß ich, Hermano. Das weiß ich. Ja, wie gesagt, ich habe diese 1 Million ausgesprochen. Und ich bitte dich, ab sofort alles mit Jürgen zu besprechen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wird der Jürgen auf dich zukommen, um mit dir darüber zu reden. Weil ich, wie gesagt, die nächsten Wochen erstmal auf Flucht bleibe. Du musst wissen, Kuwait, wenn irgendwas ist, du kannst mich hier immer auffinden. Ja? Sie. Du kannst mich jederzeit hier besuchen kommen. Du sagst einfach meinen Jungs Bescheid. Die werden dann den Transport organisieren. Und du wirst jedes Mal hier an diesen Ort gebracht, mein Bester. Ohne Wenn und Aber, wenn es irgendwas gibt, das du mit mir besprechen musst. Muchas gracias. Das Erste, was ich will, Hermano, ich will erstmal zum Friseur gehen, puta madre. Jetzt warst du seit 2 Monaten nicht mehr beim Friseur. Also Kuwait, ich muss ehrlich sagen, das sieht aus, als hättest du die letzten Tage wirklich viel Stress gehabt. Ach, Hermano, wenn du nur wüsstest, puta madre, das Geschäft ist nicht angekurbelt. Ich sag dir, wie es ist, Mann. Die Leute nehmen sich immer noch Hand in Hand, ah? Und du weißt, wir hätten damals die Kraft gehabt, zusammen durchzustarten, mein Lieber. Und jetzt mache ich Geschäfte, obwohl ich sagen muss, die Mexis sind gerade Leute. Ja, kann ich nochmal nur wiederholen. Wir hätten mit euch durchgestartet, Kuwait. Du weißt, was der Plan war, wir waren immer bereit dazu. Und egal, was auf dem Spiel stand, wir wären mit euch all in gegangen. Klar. Wir machen kurze Beine, Hermano. Das sowieso. Das wird sich im Nachhinein alles klarstellen. Ich habe leider keine Kraft mehr, dort mitzuspielen, mein Lieber. Ja, und die Sachen aufzudecken. Das überlasse ich jetzt Jürgen und meinen Cousins und natürlich euch und allen anderen Familien.
dass die mal da die Dreckschweine da entlarven, ja, und den Leuten allen mal einen Denkzettel verpasst. Weil was diese Leute da für Dinge im Hintergrund treiben, das sind mehr krumme wie gerade Leute dort drüben. Prezi, aber ich sag dir eine Sache. Du kannst aus dem Geschäft gehen, der Bonner. Aber das Geschäft ist aus dir, puta madre, ha? Ja, richtig, mein Lieber. Und deswegen ganz genau stehe ich seit drei Tagen hier, Kuwait, und guck diese. Und du wirst zurückkommen, ich sehe das in deinen Augen, Hermano. Du hast Hass in dir. Deine Fäuste sind geballt. Ich werde zurückkommen mit einem Riesenfeuerwerk, mein Bruderherz. Ein Riesenfeuerwerk. Ja, mir wird Unrecht getan. Ja, Fahndung auf mich ausgeschrieben. Ja, aber scheiß drauf. Wir nehmen es wie Männer. Wir sitzen Strafen ab wie Männer. Wir bleiben auf der Flucht wie Männer. Und wir kommen zurück wie Männer. Das ist das Wichtigste. Ich wollte nur nochmal, ja, du bist der Erste, den ich jetzt hier außerhalb meiner Familie eingeladen habe. Weil, wie gesagt, du eine der wenigen Freunde bist, die ich dort drüben noch hatte. Freunde. Und ab sofort sage ich dir von Freund zu Freund, bitte, egal was geschäftlich ansteht oder Probleme oder egal was, ab sofort ist dir mein Bruder Jürgen dafür verantwortlich. Ja? Alles klar, Mann. Ich weiß Bescheid. Alles klar. Kuwait. Kurzes und knappes Gespräch. Ich danke dir von Herzen für dein Kommen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dafür. Ja, du nimmst dir die Zeit, dich ins Flugzeug zu setzen. Stundenlanger Flug. Ja, lässt dich hier mit dem Helikopter hierher bringen. Ich danke dir dafür. Natürlich werden meine Leute dafür sorgen, dass du jetzt wieder heil zum Flughafen zurückkommst. Du weißt Bescheid, Kuwait, was bei uns Sache ist. Alles läuft weiter wie gewohnt. Ja, nur ich wollte persönlich bei dir sagen, dass ich erstmal raus bin aus der Nummer und mich erstmal zurückziehe, was den aktiven Teil in der Familie angeht, mein Lieber. Sí, hermano. Das werde ich Luis und Kiko, Santar so weitergeben. Und Patron. Alles klar. Grüße dein Patron, mein Lieber. Und ganz Grüße natürlich auch Santa von mir. Ganz, ganz herzlich. Ja. Werde ich machen, hermano. Haltet durch, Kopf hoch, weitermachen. Ja, denn am Ende ist es immer das Gleiche, mein Bruder Kuwait. Merkt ihr das? Die Familie bleibt stehen. Alle anderen werden gehen. Das ist der Weg. Ganz genau, ganz genau. Am Ende zeigt sich, wer Mann ist und wer Fifi, Bruder. Ganz genau, Hermano. Weil lange können die Leute ihre Maskerade da nicht aufrechthalten. Und deswegen weitermachen, Mund abwischen und der Tag kommt, wo die alle an der Wand stehen und sich für ihre Taten gerade machen müssen. Werden sie es alle gerade machen. Ich bin im Aufbau. Mein Bruder, danke für deinen Besuch. Danke für das Kommen. Meine Brüder werden dich jetzt zurück zum Flughafen bringen. Ich danke dir, mein Lieber. Tut mir nur eingefallen, Hermano. Erlaub deinen Hermanos, dass ich den Hubschrauber fliegen darf. Das ist Sicherheitsgründen. Mein Bruder, leider müssen wir dir jetzt wieder einen Sack über den Kopf machen. Ja, das hat nichts mit dir zu tun. Das sind reine Sicherheitsmaßnahmen. Ja, Bruder, pass auf dich auf. Meine Jungs werden gut auf dich aufpassen. Und einen guten Flug wünsche ich dir, mein Lieber. Muchas gracias. Wir sehen uns. Ich danke dir für das Kommen. Vielen, vielen Dank, Bruder. Hast du Parfüm über den Sack gemacht, Hermano? Oder warum riecht der so gut? Ah. Riecht gut, ne? Sí, Hermano. Hasta la vista. I'll be back. Bis dann, amigo. So, Neffe. Onkel. Nimm hier, Chapo, nimm meinen Wagen. Nimm den Wagen. Und ihr fahrt auch Richtung Flughafen. Ihr fliegt zurück zur Familie. Ihr wisst, was die Sache ist. Ich danke euch für euer Kommen. Ich kontaktiere euch, wenn ihr mich wieder besuchen kommt. Immer wieder gerne, General. Alles klar, kommt. Ich gebe euch meinen Wagen. So, Neffe, bringt die Brüder bitte am Flughafen, ja? Mach ich. Ich rufe dich an. Lass den Wagen bei dir. Alles klar. Ciao, ciao. Alper, danke für euer Kommen. Ihr hört von mir, Menes. Alles klar, General. Alles klar. Das ist der Weg, meine Brüder. Bleibt stark. Das ist der Weg, General. Das ist der Weg.